Und mit dieser wunderschönen Triangel im Hintergrund begrüße ich euch zurück zu Pathologic. Aus dem Hause Dave Dern TV. Zu Folge 2. Und ja, Henry Maske und sein Kumpel erwarten uns wieder. Wir haben in der letzten Folge so einiges erfahren über diese mysteriöse kleine Stadt irgendwo im Nirgendwo. Und haben auch gleichzeitig erfahren, dass wir als Daniel Dankowski, ein Magister der Medizin, ja, eigentlich schon seinen Grund verfehlt hat, hierher zu kommen. Denn der Mann, den wir eigentlich aufsuchen wollten, der ein Beweis hätte sein können für unsere Unsterblichkeit, beziehungsweise nicht unsere, sondern die allgemeine Möglichkeit der Unsterblichkeit des Menschen, der ist tot, der ist ermordet worden. Und wir haben den Auftrag bekommen von der Familie Kain, die hier in diesem Innenhof wohnt, da links, da so, den Mörder zu finden. Und um ja im Prinzip mehr oder bestmöglich darüber hinaus zu finden, herauszufinden, wer da vielleicht etwas getan haben könnte, wollen wir jetzt Isidor Burak aufsuchen. Das ist ein Freund von Simon gewesen, der in einem anderen Teil der Stadt wohnt und der uns vielleicht helfen kann, da, ja, weitere Anhaltspunkte zu finden. Was wollt ihr beiden denn schon wieder? Vertellt mir was. Die Stadt ist klein und reizlos, nicht wahr? Doch hier leben unterschiedliche Leute. Es gibt einfache Menschen und solche, die mehr Bedeutung haben. Die Einfallspinsel reden über mehr Dinge, als sie eigentlich verstehen. Die wichtigen Leute wissen mehr, als worüber sie reden wollen. Wir empfehlen ihnen diesen Leuten besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Ihr Sieg hängt von ihnen ab. Zunge ist wieder ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich mich manchmal etwas verhaspel oder so. Aber wie gesagt, es ist nicht immer ganz einfach auch zu lesen, tatsächlich, für meine alten Augen. Wer sind diese wichtigen Leute? Es gibt etwas mehr als 20 von ihnen. Man kann sie leicht erkennen. Man erkennt es an ihren Häusern und ihrem Benehmen. Sie haben unterschiedliche Namen wie Anhänger oder Verlorene, Taglogobo oder Stadtzirkel. Simon zog die Gesellschaft dieser Leute jeder anderen vor. Okay. Ist das eine Sekte oder sowas? Warum? Denn sie werden über das Schicksal dieser Stadt entscheiden. Sie dürfen sich nicht von der scheinbaren Bedeutungslosigkeit und dem mangelnden Respekt anderen gegenüber täuschen lassen. Sie verdienen jetzt keinen Respekt, aber später werden sie das. Unter den mehreren tausenden Menschen dieser Stadt sind sie die Wichtigsten. Warum erzählen sie mir das alles? Täglich sind alle von ihnen in Gefahr. Jeder Einzelne, der stirbt, ist wichtig. Einige von ihnen mögen die Schlüssel zum Sieg mit sich ins Grab nehmen, doch manche von ihnen können auch konträr eingestellt sein. Verpassen sie also nicht ihre Chance, etwas zu zerstören, der ihnen am Ende in die Quere kommt. Achso, jemand, okay. Woher wissen sie, was mir hilft und was mir im Weg stehen wird? Ich mische mich da überhaupt nicht ein. Ich erlaube mir, eine Schlussfolgerung zu ziehen. Jedes gerettete Leben eines Anhängers wird bei ihrem eigenen Ende eine Rolle spielen. Jeder einzelne von ihnen hat sein eigenes Ziel und wenn am Ende sie die überleben, deren Ziele sich von ihrem eigenen unterscheiden, sind sie dafür verantwortlich. Mhm. Okay, ich werde das berücksichtigen und vorsichtig sein. Ja, das ist im Prinzip nochmal dieselbe Thematik, die wir am Ende der letzten, ersten Folge erfahren haben. Und zwar die Anhänger, der Bound, wie es im Englischen heißt. Eine kleine Gruppe von Leuten, die für unser Schicksal hier in dieser Stadt, in dieser Geschichte wichtig sind. Oh, Henry, was hast du zu vertellen? Es gibt da etwas, wovor wir sie warnen möchten. Wenn sie mit den Anhängern reden und ein Mann von ihrer Auffassungsgabe wird leicht erkennen, was für ein Mensch sein Gegenüber ist, wählen sie bitte die angemessensten Sätze. Es lohnt sich, manche von ihnen zu beleidigen, wobei andere mit größtem Respekt behandelt werden müssen. Mhm. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Jede Antwort, die Sie geben, wird eine Wirkung haben. Neuigkeiten verbreiten sich hier rasch. Wenn Sie Ihren Ruf an einem Ort verderben, wird Ihnen das Resultat an anderer Stelle begegnen. Stellen Sie Ihren guten Namen im Süden wieder her und man wird Sie im Norden herzlicher empfangen. Alle werden sich jedes Ihrer Worte merken und es Ihnen mit Sicherheit danken. Mhm. Nicht mit Geld hoffentlich. Was hast du gegen Geld? Wir müssen ja auch irgendwie zurechtkommen. Ich meine, die Lebensmittel und andere Sachen, die kosten ja auch Monetas. Ne? Also
Das ist gut. Deswegen, also nicht mit Geld hoffentlich. Ne? Ja, doch. Wäre schon praktisch. Hier haben wir zum Beispiel ein Geschäft, was Kleidung verkauft. Und Sie sind... Was wollen Sie? Nichts. Okay, junge Frau, danke für das Gespräch. Oh, schöne Kette, muss man sagen. Sie glühen ein bisschen. Vielleicht haben sie Fieber. Ich würde mal nach Hause gehen. So, das heißt, unsere Aufgabe ist, zu Isidor Burak, zum anderen Teil der Stadt zu gehen. Ach, Moment. Ich glaube, hier wohnt jemand. Oh, eine Uhr. Cool. Hier vorne haben wir übrigens eine Apotheke. Also das ist das Zeichen für Apotheken. War das... Ich glaube, das ist das Haus hier, ne? Ich gehe mal eben gucken, ob der da ist. Das würde mich echt interessieren. Ich glaube, der war irgendwie oben oder so. Sehr interessant geschnittene Treppe. Eigentlich, ich glaube, der müsste, wenn dann hier sein, oder? Ich meine, also... wenn ich jetzt einmal hier bin, dann... ja. Wo kein Richter, da kein Henker. Wird ihm bestimmt gar nicht auffallen. Außerdem wollte der eh mal aufräumen, der Typi, der hier wohnt. Wir werden ihn noch kennenlernen. Er ist, ja, er sticht etwas hervor. Ja, das ist natürlich interessant. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Allzu großes Haus. Es gibt auch noch dreistöckige Häuser, glaube ich. Warum versteckt man drei Münzen oder eine Münze in einem Schrank und dann die anderen Münzen in anderen Schränken? Ist das irgendwie ein Brauch oder so? Du hast ganz schön viele Herdplatten. Okay. Ah. Dich hatten wir schon... Okay. Ja, ne, haben wir ein bisschen... Wir haben eine Spritze gesammelt. Ich meine, als Mediziner ist das ja nicht unsinnig. Da vorne ist jemand, den wir schon kennen. Also eigentlich nicht, aber... Huch. Das ist so gut, dass hier so viele Sachen drin sind. Ihr werdet aber vielleicht noch fragen, wofür wir die brauchen, aber es gibt dafür eine gute Nutzung. Vielleicht kann ich euch davon jetzt auch schon was zeigen. Und zwar ein weiterer NPC, den es öfter mal hier zu sehen geben wird, der jetzt kein Story-NPC ist, aber mit dem wir tauschen können, mit dem wir Handel betreiben können. Und zwar Draco Malfoy. Nein, ein Teenager, der nagt an Teebeuteln. Also ein Jugendlicher. Sei vorsichtig, reiz uns nicht, wir können dich erledigen. Das ist ein Knollhort. Ja, ja. Lass uns tauschen, Junge. Ich habe viele interessante Sachen. Oh. Meradorm. Dieses Medikament kommt weniger als Schmerzmittel zum Einsatz, sondern wird als Beruhigungsmittel eingesetzt. Erneuert geringfügig die Gesundheit. Im Schlaf erneuert es stark die Kraft. Meradorm verfügt über eine stark beruhigende Wirkung und macht auch bei starken Schmerzen schnell schläfrig. Ja, und das sollten wir uns auf jeden Fall holen. Und Tabletten. Alpha-Tabletten. Ein traditionelles Stimulanz für das Immunsystem. Steckt das Immunsystem geringfügig. Nur hohe Dosen haben die gewünschte Wirkung, können aber ernsthafte Gesundheitsschäden auslösen. Okay. Preis 1. Preis 3. Können die Spritze. Nehmen wir mal eine Tablette. So. Dankeschön. Und hier
haben wir noch weitere Mädels, die es in zwei verschiedenen Ausführungen gibt. Und zwar Pippi Langstrumpf, nenne ich sie mal. Hi, wir wissen alles über dich. Hat die Maria gepetzt oder wer? Ja, wir sollten besser tauschen. Munteres Mädchen. Bist du interessiert? Was hast du denn? Revolver, Munition. Also, kennt ihr das nicht von euch in eurer Nachbarschaft, wo kleine Mädchen rumlaufen und Munition verticken? Aber sie hat... Wir haben nichts, was sie haben möchte. Das ist nämlich das. Wir können nämlich nicht alles immer tauschen. Also, gewisse NPCs haben gewisse Vorlieben. Wir sollten uns, glaube ich, irgendwann aber trotzdem auch mal... guten Tag. Ja, da Sachen anschaffen in der Richtung. Margret Schmidt, so nenne ich sie jetzt mal. Ja, mein Herz weint um meine Kinder. Wie geht es meinen Liebsten dort? Ist alles in Ordnung bei ihnen? Das Schicksal einer Frau ist hart. Und die Chauvinismus-Antwort des Tages geht an den Mediziner. Das Schicksal des Mannes ist härter. Nein, das sagen wir natürlich nicht. Flicken Sie meine Kleidung, meine Liebe. Genau. Die Dame kann uns nämlich unsere Kleidung flicken, was auch nicht gerade unwichtig ist. Huch. Nee, ich wollte es nicht ablegen. Ich wollte das eigentlich... Ich glaube nämlich... So, jetzt haben wir es nämlich angelegt, wenn dieser weiße Kasten drum ist. So, das heißt, wir haben drei Meradorm. Wir haben Morphin. Ein universelles Schmerz... Boah, die Schrift ist aber echt richtig klein. Stark schmerzlindernd und beruhigend. Die Einnahme ist bei starken Schmerzen, schweren Traumata und zur Vorbereitung einer Operation zu empfehlen. Um verschiedenste Wunden zu behandeln und eine größtmögliche Wirkung zu erzielen, sollte das Morphin zusammen mit Verbänden angelegt werden. Ja, und hier haben wir die Tabletten und eine Staubinde. Eine Gummistaubinde hilft bei der Genesung nach erlittenen Traumata, die von außen zugefügt wurden. Stoppt die Blutung. Ist hilfreich, ja, aber es gibt da etwas Besseres, was wir hoffentlich auch schon sehr bald und regelmäßig uns ertauschen sollten. So, und jetzt machen wir uns, würde ich mal sagen, auf den Weg zu Isidor Burak. Ich will mal Simon Kain sagen, aber das ist ja natürlich der Typi, wegen dem wir hierher gekommen sind. Deswegen, ihr werdet uns hier regelmäßig sehen werden, wie wir Wasser nachfüllen an solchen Stellen. Guten Tag. Und außerdem Mülltonnen durchwühlen werden. Glaubt mir, es hat alles seinen Sinn. Und ist eigentlich jetzt doof, was ich mache. Ich nehme die andere Brücke da hinten. Also ich kenne die Map, die Karte, die Stadt, das Layout so einigermaßen, aber nicht so 100 pro. So von ein paar Sachen weiß ich, wo die sind. Nicht immer alles, deswegen werde ich auch hin und wieder auf die Karte schauen. Müssen wir eben richtig zurechtzuppeln. Wir haben gerade eben die Glocke wieder gehört. 10.23 Uhr, Tag 1. Ich glaube, eine Stunde ist 5 Minuten lang. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Jetzt muss ich außen rumlaufen. Also wir können zwar springen, aber darüber können wir nicht springen, das weiß ich wohl. Wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Ich meine, eine Stunde ist etwa 5 Minuten lang. Ich liebe diese Musik. Wirklich, also... Übrigens war es wohl so, ich werde halt auch diese Laufwege, die wir regelmäßig haben werden, drin lassen, weil die gehören halt zum Teil des Spiels, außer vielleicht mal ganz, ganz spät zum Spiel, wenn ich nichts zu erzählen habe, dann vielleicht mal werde ich es hier und da mal rausschneiden, aber ja, werde ich jetzt nicht versprechen. Es ist halt Teil des Spiels, wie gesagt. Jetzt sind wir auf dem mittleren Teil der Insel. Was ich sagen wollte, wenn mich nicht alles täuscht, ist es übrigens so, dass
dieses Spiel ursprünglich mal Revolver-Ammo. Könnten wir uns mal holen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Revolver irgendwie oder können einen kaufen oder was auch immer. Das Spiel ist ursprünglich, glaube ich mal, nicht als Videospiel geplant worden, sondern als Theaterspiel tatsächlich. Dann wurde es aber ja nicht wirklich als Theaterspiel umgesetzt. Hier übrigens das Theater, passenderweise. Und ist dann zu einem Tabletop-Spiel. Wie sagt man das auf Deutsch? Einmal im Rollenspiel im klassischen Sinne umfunktioniert worden. Und dann ist es letztendlich aber ein Videospiel geworden oder wurde daraus gemacht. Und ja, das ist das, was wir jetzt hier spielen. Ach ja, genau, diese Ecke. Da kann ich mich auch noch dran erinnern von den Let's Plays, die ich gesehen habe. Da hängt man immer mal gerne fest. Und hier übrigens, ganz wichtig, dieses Stiersymbol, gibt es Sachen zu futtern. Kann man die Cracker einsammeln? Nein, kann man nicht. Auch an ihn können wir uns gewöhnen, denn es ist derselbe Verkäufer in allen Shops. Es ist so ein bisschen der Resident Evil. Welcome, Stranger. What are you buying? Wir sollten, das muss ich schon mal sagen, uns am ersten Tag des Spiels so gut wie möglich mit Nahrungsmitteln eindecken. Dankeschön. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht so tun, als wenn ich das Spiel halt gar nicht kennen würde und nicht wüsste, was in etwa wann, wie, wo passiert. Deswegen, es hat seinen Grund. Ihr werdet es noch früh genug erfahren. Was für eine Überraschung. Was ist das? Lass uns einen kleinen Tauschhandel machen. Sieh mal, was ich hier habe. Aber du hast nichts. Es gibt nichts, was ich habe, was du haben möchtest. Mir gefällt diese Tauschhandel-Mechanik ganz gerne. Ich gehe noch mal eben ganz kurz zurück, denn mir fällt noch etwas ein. Mache ich das oder mache ich das nicht? Ich glaube, ich mache es. Vielleicht entwickelt sich daraus sogar noch eine Quest. Ich glaube es zwar nicht, aber auch das ist etwas, was ich einfach weiß und gar nicht so tun möchte, als wenn ich es nicht weiß. Margret, guten Tag, ihr beiden. Und zwar gibt es hier hinten nämlich etwas. Da ist nochmal eine Margret. Kleine Cold Mirror-Anleihe natürlich, ne? Harry Podcast. Maggie Smith, Margaret Schmidt, die britische Schauspielerin, die Professor McGonagall in den Harry Potter Spielen verkörpert hat. Es macht aber schon jetzt Bock, das Spiel. Auch wenn ich echt Respekt davor habe und es noch lustig werden wird. Ihr habt's gut, ihr könnt halt einfach zuschauen und für euch ist das, easy peasy. Genau, hier gibt's nämlich... Kann man das? Kann das da einsammeln? Muss mit Milch immer ein bisschen vorsichtig sein, aber ja, es sind eigentlich Opfergaben, die wir jetzt einfach eingesammelt haben. I'm sorry. Aber ich kann mich daran erinnern, dass es hier eigentlich immer eine Flasche Milch und ein Brot war. Was ich auch ehrlich gesagt bevorzugt hätte, denn das Brot ist ein bisschen nahrhafter. Gefährlich wird es vor allem, wenn wir oben rechts am Bildschirmrand irgendwann so ein paar Balken sehen werden. Und das wird passieren. Das ist nämlich dann immer das Anzeichen dafür, dass wir bei einem gewissen Aspekt, also Gesundheit, Erschöpftheit und was auch immer, Handlungsbedarf haben. Beziehungsweise, diplomatisch ausgedrückt, es wäre von Vorteil, dagegen dann etwas zu tun, meine Damen und Herren. So, ich würde sagen, wir haben... Ich meine, wenn es möglich ist, möchte ich mich noch mehr mit Sachen eindecken. Ich bin gerade überlegen... Wir sind jetzt da und da müssen wir hin. Ja, wir können hier ruhig hergehen. Und da vorne ist er! Das erste Mal sehen wir ihn.
Manfred! Oh, der so ein bisschen wankelnden Gang hat. Ja, wie man sieht. Ne, Manni? Ja. Ich nenne ihn Manfred. Der Säufer. Die Natur zürnt, deshalb müssen wir leiden. Ich wünschte, ich könnte meine Kehle befeuchten. Für das Quellwasser zum Trinken würde ich alles tun. Ach ja. Im Fluss hat's genug Wasser. Aus dem Fluss trinkt das unvernünftige Vieh und allein deshalb ist es schon schmutzig. Die Menschen sollten aus den Quellen trinken. Sie bringen Wasser in Fässern her, aber nicht in jedem Fass verbleibt Wasser. Ich würde Wasser besorgen, aber mir sind die Flaschen ausgegangen. Ja, die gibt's ja auch nur in jedem zweiten Mülleimer. Ich könnte meinen Kopf senken, aber ich fürchte, in Ohnmacht zu fallen. Die Luft ist so dick. Ich kann kaum gehen. Eieiei. Was? Hier blühen die Kräuter in dieser Jahreszeit? Sie blühen nicht, sie verwelken, Professor. Verwelken. Und deshalb wird jeder schwach. Die Leute fallen wie verwelktes Laub von den Bäumen. Sie sind todmüde, aber sie finden keinen Schlaf. All das wegen der vielen Säfte. Können wir viel Safttrank draus machen. Wie auch immer, ich weiß es nicht, ich bin kein Wissenschaftler. Sie sind also ein Student? Dann halten Sie den Mund! Ach mein Gott, warum so unfreundliche Optionen? Ich meine, man kann unfreundlich spielen, wenn man will, aber nö. Nein, ich bin ein bedauernswerter Mann, Professor. Bedauernswert, stark unter dem Leben gelitten. Das verstehe ich. Ja, Manni, warte mal hier. Haben Sie etwas zu tauschen? Denn, ja gut, er ist natürlich jetzt ein super Beispiel. Er ist auch immer Grinsekatze hier. Eigentlich hätte er jetzt hier etwas, was ich ganz gerne gehabt hätte, aber nicht jeder hat das. Aber wie gesagt, ne, ich für manche NPCs habe ich mir einen Namen überlegt. Er ist Manfred. Oh, und du... bist auch sehr wichtig. Wehe, du hast jetzt das, was ich... Also, ich glaube, ich kann es mir nämlich noch nicht ertauschen, wenn sie es haben sollte, wovon ich mal nicht hoffe und ausgehe. Sie haben mir so viel über dich erzählt. Oh, oh, oh. Sie haben auch mir Dinge erzählt. Über dich? Das ist gelungen. Du scheinst fröhlich zu sein und das ist gut. Danke fürs Gespräch. Was hast du in deinen Taschen, Kleine? Ein paar Geschenke, Onkel Mediziner. Tauschst du deine Geschenke gegen meine? Warum nicht? Okay, sie hat es nicht, was ich hätte gebrauchen können. Sonst wäre ich, glaube ich, jetzt echt ein bisschen verzweifelt gewesen, weil das ist, was diese kleinen blonden Mädels teilweise haben, ist essentiell und nicht unwichtig. Aber es ist relativ selten. Warum bist du so erfreut, Mädchen? Wir haben beinahe die transparente Katze gefangen. Willst du kommen und sie dir anschauen? Wo hast du solche Katze gefunden? Die berühmte helle Katze. Sie hat transparente, smaragdfarbene Augen, grauhaariges Fell und einen transparenten Körper. Wirklich? Das Innere ist sichtbar? Ist für mich als Mediziner ja interessant. Organe und so? Licht strahlt durch sie hindurch. Sie ist sehr schön. Und die Hauptsache ist, dass sie in der Dunkelheit nicht sichtbar ist. Und die Mäuse und Ratten können sie nicht hören, dass sie lautlos schleicht. Es ist die Katze vom hellen Tupolnik. Was? Gesundheit. Komm schon! Du würdest das alles nicht glauben. Komm, lass uns die Katze des 12. Waren... Die Katze des 12. Warenhauses. Die Katze. Lass uns in der Nähe des 12. Warenhauses die Katze ansehen. Wenn es dunkel ist. Das Passwort ist Kolotun. Ich werde kommen, wenn ich das Passwort nicht vergesse. Interessant, aber auch das ist anscheinend keine Sidequest. Achso. Nee. Hier übrigens wohnt Lara Ravel, ein Charakter, den wir auch noch kennenlernen werden. Kleiner Moment, ich muss mal eben... Achso, ich dachte... A.Punkt Axel, wie ich sie gerne nenne, ihr wisst, wen ich meine, hat gerade mit mir gesprochen, aus der Küche, denn ich habe gerade meinen Trockner noch laufen. Gehen wir mal in die Apotheke rein. Was wäre, ich meine, wie viel hast du? 3? Ach, ich weiß doch auch nicht. Nee, ich möchte eigentlich das Geld, was ich habe, noch sparen für was wir hoffentlich noch bekommen von irgendwelchen Quests oder so.
Ich möchte das gerne noch sparen für Lebensmittel, die wir uns noch kaufen können. Ich weiß nicht, ob ich gerade den schnellsten Weg gehe, aber das Haus, was so ein bisschen an Texas Chainsaw Massacre erinnert, finde ich, mit der Außenveranda, das gehört Julia Loricheva, heißt sie, glaube ich. Auch die werden wir noch kennenlernen. Oh, doch das sieht sehr interessant aus. Und wir haben Geld gefunden. Eine Münze. Oder wie es im PC-Port von Tomb Raider 5 heißt, Monze, weil da die Umlaute irgendwie nicht übernommen werden konnten und in PlayStation-Symbole umgewandelt wurden, also das O als PlayStation-Taste. Da hat man dann nicht einen Schlüssel, sondern ein Schlossel und Monzen und so. Finde ich aber schön. Viel über dich erzählt, ja. Ist das in deinen Taschen? Ja. Was möchtest du denn haben? Wie viel ist das denn wert für dich? 2. Ich habe 1. Juhu, ich kann es nicht tauschen. Die brauchen eine leere Flasche. Also auch das ist ein großer Bestandteil des Spiels, mit Leuten zu tauschen. Aber... Oh. Sehr schön. Also er steht auf Uhren, unter anderem. Da hinten haben wir übrigens gerade, also erstmal das hier, ne? Also, wie kann das eigentlich so stehen, also statisch? Ist ja schon faszinuckelnd. Und das da ist übrigens das der Stadtrat. Und es ist übrigens ein scheiß Wetter. Das ist gerade im Spiel genau dasselbe Wetter wie draußen. Yay. Munition für die abgesägte Schrotflinte. Ja, aber ich glaube... Wenn, dann später. Mal gucken, dass ich hier keine Geschäfte übersehe. Ach, die Mucke. Wir werden sie des Häufigeren noch hören. Er hat einen Verband. Aber ich habe nicht... Habe ich erst 7 Stück? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch mehr als 7 Flaschen gefunden, oder nicht? Shit. Obwohl, nee, ich kann... Ach, es kostet nicht 10, eins kostet für 5, genau. So. Ein Verband für 5 Flaschen, genau. Dankeschön, Manfred. Money. Das hier ist übrigens das Haus der Saburovs, die wir auch noch sehen werden, kennenlernen werden, die beide etwas, spezieller sind, sagen wir mal so. Und hier können wir noch Essen kaufen. Hallo. Nicht alles Essen ist gleich gut unbedingt. Also ich sag mal, dieses geräucherte Fleisch ist schon sehr, sehr gut. Ich hätte gern mehr Brot eigentlich. Cracker bringen halt nur ein bisschen. Ja, komm. So. Also, wie ihr merkt, ich bin so gerade so ein bisschen im Prepper-Modus. Das hat aber alles seinen Sinn. Rudi! Achso, ich habe ja gar nichts, was du mir... reparieren kannst. Ich habe keinen Tabak, tut mir leid. Ja, jetzt, das wird nämlich jetzt lustig. Die Karte ist manchmal ein bisschen ungenau. Und zwar müssen wir hier hin und hier sehen wir einige Zäune eingezeichnet. Es ist aber so, dass manche Zäune, die hier eingezeichnet sind, keine Zäune sind in der eigentlichen Stadt und andersrum. Das heißt, manchmal, wo hier kein Zaun eingezeichnet ist, ist aber ein Zaun.
Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir da durchkommen. Ist das schon ein gutes Beispiel? Nee, das ist ein Zaun, der eingezeichnet ist. Immerhin.